Was fragen? Kommst, dass du mich nicht magst? In welchem Gesetz steht, dass ich dich mögen muss? Kein. Na also, bitte sehr. Hast du jeden Tag was zu essen? Antworte mir. Hast du jeden Tag was zu essen? Ja. Hast du ein Dach über dem Kopf? Ja. Hast du was zum Anziehen? Ja. Wieso ist das so? Meinetwegen. Gott, natürlich wegen mir. Aber jetzt sag mir, wieso ist das so? Weil du mich magst. Dich mögen. Ich gehe jeden Morgen aus dem Haus und reiße mir den Arsch auf, lass mich von Weißen schikanieren, weil ich dich mag. Du bist der größte Idiot, den ich kenne. Ich muss das machen. Das ist meine Verantwortung. Ein Mann ist dazu da, um für seine Familie zu sorgen. Du wohnst in meinem Haus, schlägst dir den Bauch voll mit meinem Essen, liegst mit deinem Hintern in meinem Bett, weil du mein Sohn bist. Nicht, weil ich dich mag. Es ist meine Pflicht, mich um dich zu kümmern. Diese Verantwortung schulde ich dir. Ich muss dich nicht mögen. Ich gebe dir nicht nur alles, was ich dir geben muss. Ich gebe dir dein Leben. Deine Mama und ich haben das unter uns geklärt. Und deinen schwarzen Arsch zu mögen, war nicht Teil der Abmachung.